Der Benzinpreis wird dank CO2-Steuer weiter steigen. 15,5 Cent für Benzin mal 17,4 Cent für Diesel ergibt richtig satte 16 Cent. Wird Mobilität endgültig zum Luxusgut? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Es herrscht Benzinfrust statt Klimaschutz. Denn nicht alle können auf Dreirad, Seifenkiste und Go-Kart umsteigen. Günther D. aus F. Ich wohne auf Föhr und arbeite in Hamburg. Das ist selbst mit dem E-Bike nicht zu schaffen. Dennis H. aus T. Dann werde ich meine alte Mutter wohl nie mehr besuchen können. Susanne R. bringt es mit drei Worten auf den Punkt. Arme Sau, Autofahrer! Damit die Zapfpistole nicht zum russischen Roulette wird, hier ein paar echte Insider-Tipps. Das A und O, Ihr Fahrzeug muss an Gewicht verlieren. Entfernen Sie jedes überflüssige Kilo aus Ihrem Auto. Uschi H. aus D. Ich habe seit 3 Jahren Omas Kachelofen im Kofferraum. Den lade ich einfach aus. Clever, Uschi. Weitere Maßnahmen, Dachgepäckträger und Anhängerkupplung abmontieren, Auspuff halbieren und ein Außenspiegel tut es in der Regel auch. Und mal ganz im Ernst, wozu braucht man eigentlich eine Motorhaube? Wenn es regnet, ist die Motorwäsche gratis. Bock drauf? Auch im Innenraum findet sich jede Menge Abschmeckpotenzial. Standheizung und Radio überflüssig. Elektrische Verbraucher abschalten. Sitzheizung, Klimaanlage, Lüftung unnütze Stromfresser. Mit anderen Worten, back to the roots. Weniger ist mehr. Froni T aus Z. Seitdem ich keine Heizung mehr im Auto habe, ist es im Winter zwar etwas zugig, aber ich habe schon 3 Kilo abgenommen. Außerdem macht Zittern lustig. 2 Fliegen mit einer Klappe. Für Fortgeschrittene, frisieren Sie Ihr Auto so wie früher Ihr Mofa. Krümmer absägen, Ritzel austauschen, Zylinder schlitzen. Schneller, sparsamer, lustiger. Mein persönlicher Favorit, und jetzt wird's verblüffend, einfach weniger tanken. Klingt kompliziert, ist aber pipi-eierleicht. Der Zapfhahn bleibt im Futteral und alle sind glücklich. Norbert G. aus R. Nicht mehr so viel bremsen. Seitdem ich die Zahl meiner Bremsvorgänge halbiert habe, verbrauche ich 30% weniger E5. Bergab immer Motor aus. So werden auch langweilige Fahrten wieder zum Abenteuer. Und selbst wenn der Liter die 5-Euro-Grenze reißt, heißt es für Sie, hol den Bleifuß aus der Tasche. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt.